In die Mine, ab in die Mine. Aber bevor ich in die Mine gehe, mache ich mal eben kurz einen kleinen Aufnahmenbreak. Nicht, dass mir die ganze Aufnahme schmeißt. Von daher, bis gleich. Ich werde dann in der Mine wieder. Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Ja, meine Angst war berechtigt. Denn als ich die Mine betreten habe, ist mir das Spiel abgekackt. Zum Glück die Aufnahme gerettet. Ja. Hätte ich das damals bloß auch so gemacht, also hätte ich das gestern bloß auch so gemacht, dann, ja. Zumindest beim letzten Mal. Naja. Egal. Jetzt funktioniert ja alles wieder und die Aufnahme ist auch da. So. Reden wir mal mit Drake. Vielleicht weiß der ja was. Für Gomez. Wir Nope, sehen da war's uns. nix. Bringt mir mal denselben Spruch. Na gut, dann sollten wir uns wohl direkt an den Chef der Mine wenden. Widmen, wenden. Das war jetzt ein ziemlich weiter Sprung. Wir sollten wirklich vorsichtig sein, sonst sind wir gleich tot. Zum Glück haben wir ja unser Fleisch. Solche Notfälle. Können wir das eigentlich auch an diesem Dings braten? Nein. Schade. Egal. Reden wir mal mit Ian. Für Gomez. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Gut. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Sehr schön. Also müssen wir uns erstmal ein Zahnrad besorgen für den guten Ian. Und das tun wir. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Mann, sowieso nie Ärger. So, wie misstrauisch die alle sind, ne? Das ist unglaublich. Autsch. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Das passiert mir nicht nochmal. Naja. Egal. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Möge der... So. Probieren wir es doch einfach mal im direkten Kampf mit den Menschen. Ja, die halten schon etwas mehr aus. Da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig kämpfen. Besonders bei Sophia. Ich muss aufpassen, wer zuerst kommt. Ansonsten ist sie relativ einfach. Sonst werden sie sich zurückziehen. War doch klar, dass das Erbe. Crawler-Zangen, da kann man das Sekret rauskriegen. Die kann man an Kor Kalom geben und der gibt einen dann Tränke. Deswegen ist es immer ganz sinnvoll, diese zu haben oder aufzusammeln. Zudem wir es ja auch extra dafür gelernt haben. So. Was übrigens auch witzig ist, wir können hier mit einer Spitzhacke, können wir hier auch in einem Erzklumpen schürfen. Das ist auch wieder so ein kleines nettes Detail, aber es bringt nichts. In Gothic 2, glaube ich, Gothic 2, die Nacht des Raben, da bringt das sogar was. Da kann man dann Gold schürfen und da kriegt man dann sogar richtige Goldbrocken. Und in Gothic 3 sowieso. Also das ist schon sehr nutzbringend da, aber hier... Das ist einfach nur ein kleines nettes
Neben. Kleiner netter Nebeneffekt gewesen. Was haben wir denn da für einen Ring bekommen? Flammenschutzring. Oh, den behalten wir einfach mal. Könnte sich ja irgendwann mal als nützlich erweisen. Hier müssen wir vorsichtig sein. Das ist eine sehr, sehr tiefe Nische. Nicht, dass wir da runterfallen. Ja, die Minecrawler sind schon nicht ohne. Da wir jetzt erstmal uns mit einigen Viechern anlegen müssen, sollten wir erstmal speichern, denn da ist es nicht gut mit den Viechern Kirchen essen, genau, Kirchen, wir essen Kirchen. Autsch. Ja, das war jetzt nicht so gut. Da zahlt sich die Akrobatik doch wirklich aus. Und auch hierfür, soweit ich weiß, ist hier noch irgendwo ein Heiltrank. Autsch. Ja, das musste jetzt auch nicht unbedingt sein. Dass wir da jetzt so toll einstecken, aber egal. Wozu haben wir denn unser gebratenes Fleisch? Kaut sogar richtig, soweit ich weiß, oder? Ja. Richtig nett. Egal, wir müssen da rüber. Und diesmal haben wir es auch geschafft. Und da ist noch ein Heiltrank. Spitzhacke. Naja, brauchen wir jetzt nicht. Aber egal. Hoch geht's. Da oben könnte übrigens auch noch was sein. Aber da ich diesen Sprung nicht so gerne wagen will, oh, weiß ja warum. Sorry, zwar. Hier ist immer nichts außer dieser Herzbrocken. Super. Ganz umsonst so weit gesprungen. Scheiße, vorsichtig sein. Besonders wenn man hier runter geht. Relativ einfach, aber ich glaube, da war noch irgendwo einer. Naja, wenn soll er herkommen, kriegt er aufs Maul. Rabenkraut. Was bringt das eigentlich? Hat das viel Heilung oder sowas? Gucken. Rabenkraut. Mana. Das bringt Mana. Okay. Naja, egal. Wir haben jetzt die ganzen Crawler-Zangen hoffentlich auch eingesackt. Mal gucken. Ja. Gut. Hier ist soweit auch nichts mehr. Hier ist nur, glaube ich, wieder so eine tiefe, dunkle Nische, wo man besser nicht reinfällt. So, hier gibt es jetzt ein kleines Problem. Mit der Leiter hatte ich immer Probleme. Deswegen wird auch vorher gespeichert. Jetzt ganz vorsichtig versuchen, da irgendwie schnell wegzuspringen, ja. Genau, das ist nämlich die Leiter. Probieren wir mal die andere. Vielleicht geht's mit der anderen besser. Ach Mensch.
ist natürlich herrlich, wenn man die Leitern nicht hochklettern kann, weil sie buggy sind. Oder weil mir es einfach falsch machen, keine Ahnung. Ich probiere das jetzt einfach aus. So, oh, jetzt hätten wir es fast geschafft. Wäre die andere Leiter nicht im Weg gewesen, dann probieren wir es nochmal so. Aber mit der anderen Leiter halt. Jo, diesmal haben wir es geschafft. Mit ein paar kleinen Tricks geht auch das. Erstmal ein bisschen wieder was fressen hier. So, das Rahmkraut einsacken. Gehört ja niemandem. So. Mehr Rahmkraut. Und das Zahnrad haben wir auch mitgenommen. Ich zumindest hoffen, das wäre sonst nämlich ziemlich peinlich. Hey Leute, willkommen zurück. Ja, was soll ich sagen, das Spiel ist abgekackt eben einmal. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Nur, dass wir diese nervige Leiter nochmal hochklettern müssen. Also von daher ist kein Beinbruch. So. Trick 79,5 an. Oh, diesmal ging es aber relativ gut. Oh, frag mich, wie ich das jetzt gemacht habe. Naja, egal. Trick 79,5 wieder anwenden. Einfach stumpfes draufklicken. Höllenpilz. Das Rahmenkraut einsacken und damit wir dann nicht nochmal hochklettern müssen. Einfach nochmal speichern. Sehr schön. Ja, das kann einfach mal passieren, dass Gothic einfach mal abkackt. Warum, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nur weil ich hier lang gelaufen bin. Naja. Gothic war schon immer für ein paar kleinere Bugs bekannt. Und ich mache mal einen kleinen Break hier. Denn ich muss mal eben noch mal ganz kurz das überprüfen. Es geht weiter, Leute. Ja, mit Gothic. Ich musste nur mal eben kurz gucken, ob die Aufnahme lief. Aber war alles super. Ja, seitdem das bei Dynasty Warriors passiert ist, bin ich damit immer ein bisschen misstrauisch. Für Gomez. Dann wollen wir mal das Zahnrad an. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Asghan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Sehr schön, also wir haben einen neuen Anhaltspunkt. Oh Mann, diesen Asghan habe ich früher übelst lang gesucht. Aber behalt. Man darf auch nicht alles glauben, was man. Alle fleißig am Buddeln. Für Gomez. Ja, die können uns auch nicht wirklich interessante Dinge erklären, nur so die Standardsachen halt. Gornakosch, Gornavit. Ah, ist der Ochsglabe. Der Schmerz. Da können wir nicht ernst tauschen, das wollen wir nicht nochmal machen. Für Gomez. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alle...